Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 162 Vergebliche Liebesmüh, dritter Teil. Aufgewühlt war auch Hermine. Sie hatte eben Besuch von Bill und Fleur gehabt, die ihr aus Frankreich tatsächlich die Leuchtorgane des Drachenfisches mitgebracht hatten. Aufgrund des hohen Preises, die dazu tat, musste sie die beiden vertrösten, denn so viel Galeonen hatte sie nicht hier bei sich in Hogwarts. Das Problem war nur gewesen, dass die Fruchtkapseln des gespenstischen Steinregens noch fehlten. Der französische Händler, von dem Mr. Heath offenbar zu Recht nichts mehr wissen wollte, hatte diese Zutat bestellen müssen. Als Fleur sie am nächsten Tag abholen wollte, hatte der Mann einen äußerst unanständigen Handel vorgeschlagen, den Fleur natürlich erbost ausgeschlagen hatte. Also keine Fruchtkapseln, dachte Hermine niedergeschlagen. Doch sie machte Fleur keinen Vorwurf. Doch Hermine war weniger aufgewühlt, weil ihr noch eine Zutat fehlte, sondern eher, weil sie es gewagt hatte, Severus deswegen zu fragen. Sie müssen den Verstand verloren haben, warf er ihr in kühlem Tonfall vor, während er an seinem Schreibtisch saß, um noch einige Dinge für den morgigen ersten Schultag nach den Weihnachtsferien zu erledigen. Die Schüler würden heute Abend zurückkommen. Ich habe Ihnen ganz höflich eine Frage gestellt und erwarte... Er blickte auf und seine grimmige Miene verschlug ihr glatt die Sprache. Ich warne Sie, drohte er säuselnd. Wagen Sie es ja nicht, in meinen Räumlichkeiten irgendeinen fragwürdigen Trank zu brauen. Denken Sie tatsächlich, ich wüsste nicht, was Sie mit dieser Zutat vorhaben? Ich möchte doch nur wissen, wo man den gespenstischen Steinring herbekommt. Wächst er in der Umgebung? Ich habe gelesen. Er unterbrach sie. Das ist das Einzige, das Sie perfekt beherrschen, nicht wahr? Lesen! Severus verzog angewidertes Gesicht und widmete sich gleich wieder seinen Aufgaben. Also helfen Sie mir nicht? Nein. Sie blieb einen Moment lang in seinem Büro stehen und blickte verärgert zu Boden, während sie dem kratzenden Geräusch seiner Schreibfeder lauschte. Ihr fiel ein, dass sie ihm noch nicht mitgeteilt hatte, wie seine Magiefarbe am Tag des Ferienbeginns ausgesehen hatte. Sie hatte es zusammen mit Remus in Harrys Denkarium sehen können und womöglich wäre dies ein passender Moment, ihn aus der Reserve zu locken. Die Veränderung ihrer Magiefarbe lässt mich vermuten... Halten Sie den Mund! Ich bin der Meinung, ich habe mich sehr deutlich ausgedrückt, als ich Ihnen sagte, Sie könnten mir auf meine Frage schriftlich antworten, was Sie bisher allerdings nicht für notwendig erachtet haben. Meine Güte, wir stehen uns gegenüber und können die Sachen auch sofort klären, wetterte sie zurück. Doch er hatte seine Aufmerksamkeit bereits wieder den Pergamentrollen gewidmet, die er nach und nach entrollte, um sie zu lesen und sich Notizen zu machen. Severus? Er ignorierte sie, wie sie es hätte ahnen müssen. Trotzköpfig begann sie damit, in ihrer Tasche zu wühlen, was Severus nicht entging, denn er blickte einige Male neugierig zu ihr hinüber, ohne dabei den Kopf zu heben. Sie zog ein Stück Pergament heraus, nur mit den Augen folgte er ihr, als sie sich dem kleinen Pult näherte und sich setzte. Sie begann zu schreiben und auf einem Stück Pergament, welches rechts auf seinem eigenen Schreibtisch lag, formten sich zeitverzögert wie von Geisterhand Buchstaben, was er mit rasendem Puls feststellen musste. Sie verwendete das magische Papier. Auf seinem Teil des Blattes formten sich die Worte. Ihre Magiefarbe verändert sich,
wenn sie in der Nähe von anderen Menschen sind. Mit weit aufgerissenen Augen schaute er zu ihr hinüber und zu seinem Schrecken blickte sie ihn herausfordernd an. Er fühlte sich ertappt und schaute ruckartig weg, um sich weiter seiner Arbeit zu widmen. Doch er konnte es nicht verhindern zu bemerken, dass sich weitere Worte auf dem Stückchen Pergament bildeten. Aus den Augenwinkeln las er: Beremus hat sich ein Teil seiner Magiefarbe leicht geändert, als Harry ihn berührt hatte. Bei ihnen ist die Farbe allgemein heller geworden und das nur, weil sie zwischen Harry und Remus gegessen hatten. Er versuchte, ihre aufdringliche Art der Kommunikation zu ignorieren, doch als er erneut schwarze Buchstaben erkennen konnte, da musste er einfach lesen. Interessiert sie das wirklich nicht? Es ärgerte ihn, dass diese Informationen und ihre Fragerei ihn unentschlossen machte, denn er schwankte hin und her zwischen der Möglichkeit, ihr ein für allemal alles zu erklären oder die Sache, wie er es ursprünglich vorhatte, einfach zu vergessen. Sie ließ ihn jedoch nicht vergessen und zündelte mit einem immer wieder aufgehenden Streichholz an seiner Hoffnung herum. Hoffnung war ein angenehmes Gefühl, auch wenn es sich bei ihm in Grenzen hielt, denn er wusste von den Auswirkungen, die die zerschlagene Variante mit sich brachte. Ein weiteres Mal erblickte er ihre Handschrift. Sie hatte geschrieben: Wenigstens habe ich sie zum Nachdenken motiviert. Sie unterließ es nicht, sich weiterhin schriftlich mitzuteilen, und er brachte es nicht fertig, sie aus seinem Büro zu werfen. Mit jedem ihrer geschriebenen Worte wurde er zorniger, aber auch unsicherer, was ihn nur noch wütender machte. Er müsste sie loswerden, bevor sie diesen Nerv zu sehr strapazierte. Während in den Tiefen Hogwarts eine angespannte Stimmung herrschte, hatte sich in Albus Büro eine sehr lauschige Atmosphäre ausgebreitet. Obwohl Remus anfangs das Schlimmste befürchtet hatte, als er von Albus auf einen Tee eingeladen worden war. »Du weißt, dass ich deine Fähigkeiten sehr schätze, Remus«, sagte Albus mit väterlicher Stimme. Remus glaubte zu verstehen und sagte abwinkend: »Ich weiß, dass es die Eltern der Schüler sicherlich nicht erfreuen würde, wenn jemand wie ich zum Lehrpersonal gehören sollte.« Albus lächelte unerwartet breit. »Gleich gestern hatte ich den Schulrat über die notwendige Kündigung des Lehrers für die Pflege magischer Geschöpfe kontaktiert und natürlich auch meine Empfehlung in Bezug auf einen neuen Lehrer ausgesprochen. Der Schulrat hat unverzüglich die Eltern angeschrieben und es kamen bereits viele Rückmeldungen.« »Es war auch zu schön, um wahr zu sein«, hauchte Remus, bevor er sich einen großen Schluck Tee genehmigte, um den Kloß in seinem Hals herunterzuspülen. Sein Fluch hatte ihm das Leben schon immer schwer gemacht. Von seinem Schreibtisch holte Albus einen kleinen Stapel mit Briefen, deren Umschläge bereits geöffnet waren, und er hielt sie Remus entgegen. »Ich werde mich nicht darum kümmern können, Remus.« Verdutzt nahm Remus die Briefe entgegen. Schreiben, die seiner Meinung nach die Empörung der Eltern beinhalten würden. Böse Worte darüber, wie man die Frechheit besitzen könnte, einen Werwolf überhaupt als Lehrer vorzuschlagen. Es war ihm ein Rätsel, warum Albus ihm die Schreiben überreicht hatte. Doch ohne zu murren, steckte er sie in seine Innentasche. »Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest...« »Sicher, Albus, vielen Dank für den Tee.« Als Remus die Wendeltreppe nach unten ging, hielt er unbewusst eine Hand an seine Brust. Denn darunter, unter seinem Umhang, befanden sich die Briefe, die ihm so nahe an seinem Herz jetzt schon Schmerzen bereiteten. Es wollte sich ihm nicht erschließen, warum Albus ihm den Schriftverkehr anvertraut hatte. Gelesen hatte der Direktor die Rückmeldung der Eltern auf jeden Fall. Die Angst, durch böse Worte tief verletzt zu werden, hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich in eine Nische auf den Gang zu verdrücken und seiner Neugier auf der Stelle nachzugeben. Mit zittrigen Fingern zog er einen der Briefe aus seiner Innentasche. Der Absender verriet,
dass es sich um die Rückmeldung der Eltern von Sean Smith handelte, von dem Harry ihm einmal erzählt hatte. Mit zittrigen Fingern nahm er den Brief und las. Sehr geehrter Professor Dumbledore, von unserer Seite aus haben wir keine Bedenken, Mr. Lupin als Lehrer an Ihrer Schule zu wissen. Wir danken für Ihre Offenheit. Anbei ein Schreiben für Mr. Lupin mit der Bitte, es an ihn weiterzuleiten. Mit freundlichen Grüßen, Margarita und Davis Smith. Tatsächlich befand sich in dem Umschlag noch ein weiterer, der noch nicht geöffnet war und auf dem man seinen Namen geschrieben hatte. Remus lehnte sich mutlos an die Steinwand, denn er konnte nicht einmal eine Vermutung darüber anstellen, was die Smiths ihm mitzuteilen hatten. Er würde es jedoch nie erfahren, sollte er weiter mit sich hadern, also öffnete er den Umschlag und entnahm den Brief. Er atmete einmal tief durch, bevor er die an ihn gerichteten Worte erst überflog. Beim zweiten Mal verdutzt alles komplett las. Sehr geehrter Professor Lupin, lautete die Anrede, womit das Ehepaar deutlich machte, dass sie ihn bereits als Lehrer sahen. Meine kleine Nichte ist eine begeisterte Sammlerin der Schokofroschkarten und hat demnächst Geburtstag. Es wäre sehr freundlich von Ihnen, die beiliegende Schokofroschkarte mit einer kleinen Widmung zurückzusenden. Der Name meiner Nichte lautet Eloise und sie würde sich bestimmt sehr darüber freuen. Im Übrigen begrüßen mein Mann und ich den Vorschlag des Schulrates, einen kompetenten und fachkundigen Lehrer einzusetzen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Schuljahr. Mit freundlichen Grüßen, Margarita Smith. Eine Schokoladenfroschkarte mit seinem Bild war beigefügt. Gerührt von dieser Anfrage legte Remus seine Fingerspitzen auf die Lippen, bevor er den Brief ein weiteres Mal las, um auch sicher zu gehen, dass er sich nicht getäuscht hatte. Sein Abbild auf der Schokofroschkarte lächelte ihn schüchtern an. Die anderen Briefe musste er auf der Stelle öffnen, so dass er die Nische verließ und sich auf eine der steinernen Bänke auf dem Gang setzte. Nach und nach las er die persönlich an ihn gerichteten Schreiben. Nur ein weiteres Ehepaar bat ebenfalls um ein Autogramm, welches sie verschenken wollten, doch die anderen hatten ihm mit aufrichtigen Worten mitgeteilt, wie sehr sie ihn und seine Rolle im Krieg schätzen würden. Ein einziges Mal konnte er zwischen den Zeilen lesen, dass ein Freund von Harry Potter als Lehrer willkommen war. Remus war ein bekannter Mann und es störte ihn keinesfalls, dass Harrys Vertrauen ihm gegenüber auch die Meinung der Öffentlichkeit verändert hatte. Nachdem er alle Briefe gelesen hatte, nahm er sie in die Hand und lief zurück zum Büro des Direktors, der ihm öffnete, noch bevor er klopfen konnte. Er kam auch nicht dazu, das Wort an Albus zu richten, denn der ergriff die Gelegenheit auf der Stelle. Remus, da bitte ich dich heute schon, mich zum Tee zu besuchen, und dann sage ich dir nicht einmal, dass du morgen anfangen kannst, informierte ihn Albus mit lebendig zwinkernden Augen. Ich hab den Job. Es klang so, als würde Remus darum bitten, in den Arm gegriffen zu werden. Du wirst heute Abend den Schülern vorgestellt werden, also erscheine bitte rechtzeitig zur Lehrerversammlung, bevor wir in die große Halle gehen. Ich fasse es nicht, murmelte Remus freudestrahlend. Ach, und hier. Albus reichte ihm einige Unterlagen. Der Stundenplan und die Themen für die Klassen. Es tut mir leid, dich damit so zu überrumpeln. Das musst dir nicht leid tun, Albus, wirklich nicht, versicherte er überglücklich. Dem neuen Kollegen freundschaftlich an die Schulter packend, erklärte Albus. Ich denke, es hat Eindruck beim Schulrat geschunden, dass nicht nur von mir, sondern auch von Severus eine Empfehlung ausgesprochen worden war. Denn ich konnte mich nicht zurückhalten zu erwähnen, dass der Vorschlag ursprünglich von ihm kam. Es war zudem sehr hilfreich, dass der Schulrat in den Briefen an die Eltern auch seine eigene positive Meinung über dich zum Ausdruck gebracht hat. Noch nicht alle Eltern haben sich geäußert und viele werden es auch sicherlich nicht tun, weil sie so eine Entscheidung nicht in Frage stellen wollen. Ich denke, sagte Remus heiter, ich werde mich bei jemandem bedanken müssen. Tue das, mein Freund, tue das. Die Briefe und die Unterlagen von Albus brachte Remus zunächst auf sein Zimmer, bevor er sich auf den Weg in die Kerker machte. Er lauschte kurz an der Tür,
Um sich zu vergewissern, dass er nicht wieder während einer hitzigen Diskussion hereinplatzte, doch er konnte rein gar nichts hören, sodass er sich schon dachte, es wäre niemand im Büro. Er klopfte und hörte im Anschluss ein ruppiges »Herein!« von Severus. Im Büro war auch Hermine anwesend und sie machte den gleichen schlecht gelaunten Eindruck wie Severus. Die beiden schienen sich gestritten zu haben, doch keiner sagte etwas. Severus, ich wollte dir danken für... Ihr Dank für die monatlichen Wolfsbank-Tränke kommt ein bisschen zu spät, unterbrach Severus ihn grantig. Du weißt, dass ich dir dafür dankbar bin, aber nein, ich wollte mich wegen etwas anderem bedanken, und zwar für deine Empfehlung. Severus blickte irritiert auf. Nicht als Lehrer für die Pflege magischer... Ich habe nie eine Empfehlung ausgesprochen, stellte Severus klar. Nicht? Jetzt war es Remus, der verdutzt war. Das gestern früh war ein Scherz gewesen. Aha, machte Remus enttäuscht klingend, doch seine gute Laune kam schnell zurück. Dann danke ich eben für deinen Scherz, Kollege. Wie bitte? Hermine blieb mucksmäuschenstill und grinste währenddessen in sich hinein. Erklärend gab Remus zum Besten. Aber es wird deinen Scherz wohl missverstanden haben, wofür ich natürlich nicht böse bin. Ich fass es nicht. Man nimmt mich doch sonst nicht ernst, beschwerte sich Severus, der sich offensichtlich auf den Schlips getreten fühlte. Seine Worte entlockten Hermine ein Kichern, weshalb er sie mit einem bösen Blick strafte. An Remus gewandt, brachte Severus zweideutig zum Ausdruck. Wenigstens weiß ich, was ich bei Ihnen zu erwarten habe. Hoffentlich nur Gutes, wünschte sich Remus, der sich nicht vorstellen konnte, dass Severus seinen Scherz bereuen würde. Sie werden dann in Zukunft nicht gerade schlecht verdienen, Lupe. In dieser Hinsicht? Jetzt schritt Hermine ein. Sie wollen ihm doch wohl kein Geld für einen Wolfsbandtrank abknöpfen. Warum nicht? Weil die Zutaten von der Schule bezahlt werden. Und ich finde, dass man Kollegen unterstützen sollte. Sollte man? Fragte Severus gereizt zurück. Auch so jemanden wie Svelte? Der ist kein Kollege mehr, konterte Hermine schnippig. Es war für Remus unübersehbar, dass Severus und Hermine momentan nicht gut aufeinander zu sprechen waren, weswegen er sich lieber verabschiedete. Noch beim Hinausgehen wurde er Zeuge dessen, wie die beiden sich gegenseitig herausforderten, doch momentan interessierte ihn das nicht. Er selbst würde als erstes Tonks über diese gute Neuigkeit Bescheid geben, wenn sie erfahren würde, dass er nach all den Jahren wieder als Lehrer in Hogwarts arbeiten durfte, würde sie sicherlich aus allen Wolken fallen. Danach würde er Sirius anflohen, bevor er zu Harry und Ginny gehen würde, um sich bei ihnen persönlich als Lehrkraft vorzustellen. Nach langer Zeit fühlte er sich endlich wieder allen anderen Menschen gleichgestellt. Remus bemerkte nicht, wie in den Kerkern, die er eben hinter sich gelassen, die Luft brannte. Ich habe erfahren, begann Hermine dickköpfig, dass der gespenstische Steinregen an Orten wächst, an denen kein einziger Sonnenstrahl dringen kann. Haben Sie einen Tipp für mich, Severus? Seelenruhig schrieb er noch einen weiteren Punkt auf seine Liste, doch da die nun fertig war, musste er sich eine neue Beschäftigung suchen, um seine Schülerin mit Nichtachtung zu strafen. Er legte seine Pergamente zur Seite und entschloss sich, zu einem seiner Schränkchen zu gehen, um eine kleine Inventur seiner Zutaten durchzuführen, was er allerdings vor einigen Tagen bereits erledigt hatte. Ha, machte sie und ahmte damit den sonst von ihm so gern benutzten Tonfall nach. Wenn Sie sich mit einem Problem nicht befassen, dann existiert das nicht. Ist das Ihre Devise? Es ist nicht sehr freundlich von Ihnen, sich selbst als Problem darzustellen, konterte er mürrisch. Es heißt ja so schön, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Erkenntnis. Wenn Sie sich nun bitte dazu entschließen könnten, jemand anderem zur Last zu fallen. Er blickte sie an und hob eine Augenbraue. Svelte vielleicht? Wo find ich die Pflanze?
Sie haben sie damals für Der ewige See doch auch bekommen. Haben Sie sie bei Mr. Heath erworben? Ihre Fragerei war ihm lästig, doch er fand keine Möglichkeit, ihr das Reden zu vermiesen. Nein. Seine Antwort war knapp gewesen, aber zumindest war es eine. Der Händler in Frankreich? Von diesem Scharlatan würde ich nicht einmal etwas kaufen, wenn er der letzte Händler für Trankzutaten wäre. Severus öffnete eine Vitrinentür und begann damit, wahllos kleine Fläschchen in die Hand zu nehmen und sie sich zu betrachten. Severus. Sie seufzte. Ich denke, den Inhalt des Schrankes müssten Sie längst auswendig kennen. Warum sagen Sie mir nicht einfach? Mit eisiger Stimme unterbrach er, ohne von einer Fiole mit einem Gripsschärfungstrank aufzusehen. Sollten Sie den Trank brauen, Hermine, dann werde ich Ihre Fortschritte zum Scheitern bringen. Sie würden sabotieren? Fragte sie ungläubig nach. Er äußerte sich nicht dazu und ließ seine Aussage und vor allem ihre Deutung so im Raum stehen, weswegen sie hinzufügte. Na, wenigstens sind Sie ehrlich. Glauben Sie mir, der Trank selbst wird Sie nicht weiterbringen. Wozu ihn brauen? Nun versuchte er es auf die beschwichtigende Art und Hermine ließ sich darauf ein. Ich könnte während des Brauens auf wichtige Hinweise stoßen, die mir später weiterhelfen könnten. Ihr einen Blick schenkend, schüttelte er den Kopf. Wir haben auch nicht Schlafes Bruder hergestellt, um ein Gegengift finden zu können. Das Original hat keinerlei Wert für Sie, es sei denn, Sie wären so wahnwitzig und wollten einen Selbstversuch durchführen. Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Ihre Provokation war nicht ernst gemeint, doch Severus war von ihren Worten gleichermaßen erschrocken und erzürnt. In Windeseile war er auf sie zugestürmt, sodass ihre Gesichter nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. Seine Stimme bescherte ihr eine Gänsehaut. Sollten Sie tatsächlich so naiv sein? Bin ich nicht, warf sie ein. Sie erinnerte sich daran, als sie ihn unverblümt gefragt hatte, ob er den Trank, der die Seele zerreißen würde, vor der Einnahme verändert hatte, was er verneint hatte. Sie haben nicht nur den ewigen See eingenommen. Sie legte ihren Kopf leicht schräg. Sie haben mir bereits einen Hinweis gegeben. Kapitel 10 von Schützende Hände, nicht wahr? Sie haben nicht nur einen Trank eingenommen, sondern zwei. Seine steinerne Miene bröckelte, doch er blieb stumm. Sie haben mir geraten, ich sollte einen Schritt weiter denken, und das habe ich getan. Sie haben Lacus Aeterna durchaus eingenommen, aber nicht, bevor Sie sich sicher sein konnten, dass Sie ein, wie Sie so schön sagten, winziges Überbleibsel bewahren würden, das von diesem schrecklichen Trank nicht angerührt werden würde. Severus wollte sich von ihr abwenden, doch sie ergriff mit beiden Händen seine Oberarme und zwang ihn, ihr zuzuhören. Und ich wette, es war Albus gewesen, der sie damals davor gewarnt hatte, dass alles für immer verloren sein würde. Sein Gesicht wurde kalkweiß, doch Hermine wollte nicht aufhören, jetzt nicht. Nach dem Krieg, es pierzierte etwas mit ihnen, was ihnen selbst unheimlich war, denn sie fühlten plötzlich wieder etwas. Sie ließ ihn nicht gehen, als er sich aus ihrem Griff herauswinden wollte, sondern packte nur noch fester zu. Er sollte all ihre Gedanken erfahren. Anfangs war es nur in Harrys Anwesenheit gewesen, als sie eine Veränderung an sich festgestellt haben. Haben sie in dem Moment, in dem sie ihm diesen ersten Hinweis gegeben haben, die Hoffnung gehabt, er könnte ihnen helfen? Eine Antwort erwartete sie gar nicht, denn sie konfrontierte ihn nun mit ihrer Theorie. Ich vermute, dass es vielleicht Harrys freundschaftliche Art und Weise gewesen sein könnte. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es auch mit seiner Magie zu tun haben muss. Die hat sie berührt, Severus. Seine bloße Präsenz hat etwas in ihnen geweckt, das sie für tot gehalten haben. Es tat ihr leid, dass Severus im Moment so schwächlich wirkte. Ihre Worte hatten ihn paralysiert. Zu einer Äußerung war er nicht mehr fähig. Möglicherweise blieb er still, weil er erfahren wollte, was sie wusste oder was sie glaubte zu wissen, weshalb er sie weder unterbrach
noch gegen sie anging. Ich frage mich nur, warum sie so etwas für notwendig gehalten haben, Severus. Peinlich berührt blickte er zu Boden. Auf die Frage, warum es seiner und Albus Meinung nach keinen anderen Weg gegeben haben sollte, hatte sie noch keine genaue Antwort gefunden. Sie wollte ihn ermutigen, denn sie hatte offensichtlich ein Thema angesprochen, das ihm sehr unangenehm war, und so verwendete sie eine Stimme, die sie früher benutzt hatte, um mit Patienten zu sprechen, die ohne Hoffnung waren. Sie merken es doch Tag für Tag, dass sich etwas in ihnen regt, und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht so ausweglos ist, wie sie denken. Die Bitte wollte er beinahe annehmen, doch dann fügte sie flehend hinzu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Mit beherrschter Miene blickte er auf. Die Abscheu in seinen Augen war unübersehbar, als er sich endlich äußerte. Sie irren sich, fauchte er. Mir gefällt nicht, dass Sie mich wie einen unsicheren, gebrochenen Patienten behandeln, der völlig angstverzerrt alle Möglichkeiten ausschlagen würde, seine Situation zu verbessern. Mit beiden Händen ergriff er ihre Handgelenke, um sie von seinen Oberarmen zu entfernen. Seine Augen funkelten böse. Ihnen entgeht dabei, dass ich selbst schon viele Jahre recherchiert habe. Wenn Sie glauben, dass Sie in nur wenigen Monaten etwas erreichen, was ich in 2 Jahrzehnten nicht geschafft habe, dann überlege ich ernsthaft, Sie mit einer Nadel zu stechen, so aufgeblasen, wie Sie sich geben, so allwissend. Er rümpfte seine Nase. Ich irre mich? Das können Sie nicht ernst meinen, Severus. Da frage ich Sie, wer es gewesen war, der zu Weihnachten so verzweifelt klang, weil ich noch keine Lösung gefunden habe. Das waren ja wohl Sie! Schnaufte sie wütend. Und Sie haben mit dem ganzen Mysterium überhaupt erst angefangen. Da muss ich fragen, warum haben Sie das? Gerade wollte er das Wort ergreifen, da zeterte sie aufgebracht. Wenn Sie davon ausgehen, dass niemand Ihnen helfen können wird, warum all diese Hinweise? Jetzt sage ich Ihnen mal was. Sie hob drohend einen Zeigefinger. Sie haben Angst. Sie haben eine Heidenangst. Seine Atmung beschleunigte sich und er ballte aggressiv die Fäuste. In seinem Gesicht war die weiße Farbe einem warnenden Rot gewichen. Nennen Sie mich etwa ein Feigling? Hermine nahm sich fest vor, sich nicht einschüchtern zu lassen, und so ließ sie ihrem Frust freien Lauf. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, dass Sie Angst haben, und für diese Behauptung, mein Lieber, ist der Irrwicht Beweis genug. Es ist doch seltsam, säuselte er beunruhigend leise. Dass wir denselben haben. Möglicherweise spiegelt sich in dem Ihren die Angst wider, mich mit Ihrer Rettungsaktion vollends zu entseelen. Denn das, auf was Sie hinaus wollen, eine Heilung, könnte mich auch das Leben kosten. Sie schluckte, denn nun begann er, sie mit ihren eigenen Waffen schlagen zu wollen, auch wenn sie nicht genau wusste, warum ihr Irrwicht damals seine Form angenommen hatte. Wir brauchen uns gar nicht so lange mit Ängsten aufhalten, Severus. Wie wäre es stattdessen mit Wünschen? Warf sie ihm ohne Vorwarnung vor die Füße, sodass er für einen Moment mit sich ringen musste. Diesen Augenblick nutzte sie. Von Albus weiß ich, dass sich niemand hier im Schloss mit Vielsafttrank in mich verwandelt hat. Die Gesprächsführung hatte sie längst an sich gerissen, und eine Sache wollte sie ihm ganz deutlich vor Augen führen. Ich war nicht dort oben, wo Sie mich gesehen haben wollen, und da ich, wie Sie sehr wohl wissen, nicht auf den Kopf gefallen bin, kann es nur eine mögliche Erklärung für mein mysteriöses Auftauchen geben. Bisher hatte sie es vermieden, in einem ruhigen Moment über diese Erkenntnisse nachzudenken, doch es war nicht von der Hand zu weisen. Sie wissen ganz genau, was Sie in Hagrid gesehen haben. Viel leiser fügte sie hinzu. Ich weiß nur nicht, warum. Ihre Worte hatten ihn erschlagen. Verzweifelt versuchte er, eine Antwort auf dieses Warum zu finden. Und er wünschte sich eine,
wegen der er sich nicht rechtfertigen musste. Es wäre doch möglich, begann sie ruhig, dass sie meine Hilfe wünschen und deswegen haben sie mich in dem Spiegel... Als er wegschaute, verstummte sie auf der Stelle. In diesem Augenblick, als sie seinen einsichtigen Gesichtsausdruck wahrnahm, schossen ihr noch andere vorstellbare Erklärungen durch den Kopf. Plausible, logische Antworten. Und sie war wie vom Blitz getroffen, denn besonders eine machte ihr schwer zu schaffen. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.